Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder Slack mit einem neuen Video zu GTA Online, denn es gibt eine neue Eventwoche in GTA Online, die es richtig in sich hat. Es gibt ein neues gratis Casino-Auto, ein neues Fahrzeug aus dem Caio Pellico Heist DLC und außerdem richtig fette Angebote. Video geht los, viel Spaß dabei! Ja, Freunde, was geht ab? Es ist ein wunderschöner Donnerstagmorgen. Hier sind es gerade 17 Grad und die Sonne scheint und dazu gibt es noch eine neue fette Eventwoche in GTA Online. Schöner geht es doch wirklich kaum. Wenn dir dieses News-Video heute auch gefällt und zum Beispiel jeden Donnerstag ein neues Video zur Eventwoche sehen willst, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal für fast täglich neue Videos. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, lasst uns direkt mal mit dem neuen Video anfangen. Und zu Beginn kommen wir mal ganz klassischerweise zum neuen Casino-Podiumsfahrzeug. Denn das ist diese Woche wieder ein Supersportwagen, das ist nämlich der Rapid FMJ und dieser kostet normalerweise 1,75 Millionen Dollar. Also sparen wir uns diese Woche wieder mächtig viel Geld, wenn wir ihn im Casino drehen. Die Performance von dem Wagen ist im Übrigen ziemlich gut, das heißt, für Rennen könnt ihr den FMJ definitiv verwenden. Allerdings solltet ihr auch im Hinterkopf haben, dass die Beschleunigung von dem Wagen nicht die allerbeste ist. Man könnte sie in etwa vergleichen mit dem Adder und jeder, der schon mal den Adder in einem Rennen gefahren ist, weiß, dass das doch nicht so eine gute Idee war, weil die Beschleunigung halt ziemlich mies ist, aber das Handling holt es dann doch ein bisschen raus und die Topgeschwindigkeit vom FMJ, die kann sich dann doch wieder sehen lassen. Ich würde vorschlagen, ihr versucht einfach mal euer Glück und wenn euch der Wagen gefällt, dann behaltet ihn einfach und wenn nicht, dann nicht. Machen wir dann jetzt aber auch mal mit der zweiten neuen Sache weiter. Heute kam nämlich das bewaffnete Dingy ins Spiel und das Wichtigste zum Beginn direkt mal, das bewaffnete Dingy ist das letzte Dripfeed-Fahrzeug aus dem Caio Pellico Heist DLC. Das heißt, ab heute werden keine neuen Fahrzeuge mehr im Spiel erscheinen, welche mit dem Caio Pellico Heist DLC hinzugefügt worden sind. Jetzt kommen wir aber auch mal zum Dingy an sich. Das ist nämlich ziemlicher Käse, ist halt ein Boot für 1,85 Millionen Dollar, was halt übertrieben viel Geld ist. Dafür bekommt man zwar auch ein Maschinengewehr vorne drauf montiert, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen wir alle, dass das ziemlich unnötig ist, denn es findet einfach kein einziger Kampf so wirklich auf dem Wasser statt und das bedeutet, dass wir auch keine Verwendung für ein bewaffnetes Boot haben. Falls ihr aber trotzdem Bock drauf habt, weil ihr, keine Ahnung, in echt auf bewaffnete Boote steht, dann könnt ihr ihn euch natürlich trotzdem kaufen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, lasst da die Finger von, ihr werdet es bereuen. Und das Ding ist auch, Pegasus Fahrzeuge kann man am Ende nicht mehr verkaufen. So, und jetzt kommen wir direkt mal zu einem weiteren Highlight diese Woche, denn jetzt kommen wir mal zu den Möglichkeiten, wie ihr diese Woche wieder viel Geld verdienen könnt. Denn es gibt, Leute, haltet euch fest, doppeltes Geld und RP auf die Spezialfracht. Das gab es ja wirklich schon gefühlt Monate nicht mehr, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Und falls ihr euch fragt, wieso freue ich mich jetzt, es ist halt so, dass das Spezialfracht-Business das absolut beste Business von allen ist, denn ein volles Spezialfracht-Lagerhaus ist in dieser Woche 4,4 Millionen Dollar wert. Also wenn ihr wirklich reich werden möchtet diese Woche, dann gönnt euch auf jeden Fall ein CEO-Büro und startet mit dem Spezialfrachtbusiness durch. Aber es kann auch sein, dass das Ganze vielleicht nichts für euch ist. Dann könnt ihr aber noch etwas anderes probieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Stuntrennen? Denn es gibt auch diese Woche wieder doppeltes Geld und RP auf die Stuntrennen. Und damit kann man sogar auch ein nettes Sümmchen nebenher verdienen, wenn man denn gut in Rennen ist. Denn wirkliches Geld verdient man leider nur, wenn man auf dem ersten oder auf dem zweiten Platz ist. Jeder, der da drunter ist, der verdient halt nicht so viel Kohle. Aber falls ihr vielleicht noch nicht die Renntypen seid, dann könnt ihr euer Glück noch mit einem Gegnermodus versuchen. Denn es gibt doppeltes Geld und RP auf den Sumo und den Sumo Remix Gegnermodus. Sumo ist auch eigentlich ganz lustig. Die einzige Aufgabe ist nämlich, dass man in einem Auto sitzt und die anderen Spieler auch in Autos sitzen und man muss dann die anderen Spieler mit ihren Autos von der Plattform drücken. Oder falls auch vielleicht das nichts für euch ist, könnt ihr es auch noch ganz klassisch angehen, denn es gibt doppeltes Geld und RP auf die Kontaktmissionen von Simeon. Die sind ganz lustig. Das Geld, ja, ist einigermaßen okay, aber die anderen Möglichkeiten sind schon definitiv besser, wenn ihr schnell reich werden möchtet. Aber wenn das vielleicht trotzdem alles nichts für euch war und ihr trotzdem viel Geld in GTA Online haben möchtet, aber einfach keinen Bock aufs Grinden habt, dann könnt ihr es doch einfach mal mit einem Money Boost von Loot Games versuchen. Das ist nämlich mein persönlicher Partner, wenn es um Money Boost in GTA Online geht. Die Leute sind dort zu 100% safe und außerdem gibt es noch bis zum Ende diesen Monats eine fette Aktion. Da bekommt nämlich jede Bestellung mindestens 5 Millionen Dollar geschenkt. Wenn euch das also interessiert, schaut gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Dann kommen wir aber jetzt nochmal zurück zur Eventwoche und zu den ganzen Rabatten und da gibt es diese Woche wirklich unglaublich viele, besonders viele Immobilienrabatte. Denn es gibt zu Beginn direkt mal 60% Rabatt auf die CEO-Büros plus die Renovierung dazu. Und diese CEO-Büros brauchen wir halt für das Spezialfracht-Business. Das bedeutet, wenn ihr diese Woche damit durchstarten möchtet, kauft euch noch das Büro. 60% im Angebot ist eine ganze Menge, was man da spart. Außerdem gibt es dann noch 50% Rabatt auf alle Garagen. Außerdem gibt es 50% Rabatt auf die Casino-Garagen, auf die Spielehalle-Garagen, auf die Nachtclub-Garagen, auf die Arena-Workshop-Garagen, auf die
die Bürogaragen und auch auf die MOC-Garagen. Also es ist, glaube ich, offensichtlich, aber falls ihr euch mal eine neue Garage kaufen wollt, dann ist vielleicht jetzt genau eure Zeit gekommen. Aber das war es noch nicht mit Immobilienrabatten, denn es gibt noch 50% Rabatt auf alle Spezialfachlagerhäuser, ist ja auch logisch, bietet sich an, und 25% Rabatt gibt es dann zu guter Letzt auf die Fahrzeuglagerhäuser. Wo wir schon mal Fahrzeugen sind, machen wir dann jetzt zum Ende auch nochmal mit den Fahrzeugrabatten weiter, denn es gibt 40% Rabatt auf den Adder und der kostet jetzt noch $600.000. Außerdem ist der Furia auch noch im Angebot, 40% Rabatt gibt es nämlich da drauf und der kostet jetzt noch 1,64 Millionen Dollar. 40% gibt es außerdem auf den GP1 oder GP1 für $756.000 und auch der S80 RR ist im Angebot mit 40% Rabatt und kostet noch 1,545 Millionen. Und zu guter Letzt gibt es 40% Rabatt auf den Centorno und der kostet jetzt noch $435.000. Aber gut, alles in allem war es das jetzt auch mit dieser neuen Eventwoche und ich muss wirklich sagen, danke Rockstar. Vielleicht müssen wir uns Sorgen machen, aber wir haben jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zwei richtig starke Eventwochen gehabt. Dafür gibt es in Schulnoten auf jeden Fall von mir eine 1. Aber wie fandest du denn jetzt die Eventwoche? Schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, unterstützt doch gerne meinen Kanal und teile das Video mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.